Die US-Regierung hat erhebliche Einfuhrzölle auf Waschmaschinen und Solarmodule angekündigt. Damit gehen die USA auf Konfrontationskurs mit China und Südkorea, von wo viele der mit Zöllen belegten Produkte stammen. Chinas Handelsministerium reagierte empört und äußerte seine starke Unzufriedenheit über die protektionistischen Maßnahmen. Auch Südkorea will die Einfuhrzölle nicht hinnehmen. Auf Waschmaschinen werden künftig Zölle zwischen 20% und 50% erhoben. In den kommenden Jahren sollen die Tarife schrittweise reduziert werden. Bei Solarmodulen sollen die Zölle bei 30% starten und innerhalb von 4 Jahren auf 15% sinken. US-Präsident Trump ist generell der Ansicht, die USA würden beim internationalen Handel von ihren Geschäftspartnern benachteiligt. Er macht die billige Produktion im Ausland und Importe für den Verlust zahlreicher Arbeitsplätze in den USA verantwortlich. Seine Maßnahmen sind jedoch höchst umstritten.